Ja, hallo liebe Aufrufer, am 11. Mittwoch, 11. Juli, meine Aufnahme läuft, es ist sogar noch etwas Strom da, Echtzeitnachrichten, der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes, Herr Boos, 55 Jahre alt, ist zurückgetreten heute, mehr oder weniger wohl gezwungen worden, zurückgetreten, um den Innenminister von Sachsen zu schützen und letztlich den Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, der längst hätte zurücktreten müssen. Also der sächsische Verfassungsschützer Boos zurückgetreten, weil man Akten gefunden hat, die zu der sogenannten NSU-Fahndung gehören und die bislang verschwunden waren, die man also als die Sache jetzt sozusagen in Augenschein hat genommen werden sollen, Untersuchungsausschuss und so weiter, diese Akten nicht rausgereicht worden sind, jetzt sind sie plötzlich wieder da, nun tritt wieder der Chef zurück mit dem Argument, seine Untergebenen hätten getrickst und so weiter und so fort. Es ist einfach völlig klar, dass diese Geschichte längst von Anfang an eine Sache der Generalbundesanwaltschaft hätte sein müssen und dafür hätte letztlich der Bundesinnenminister auffordern müssen im allgemeinen deutschen politischen Interesse. Das hat er nicht getan, Herr Friedrich kann das nicht stoppen, er hat es nicht in der Hand, er muss weg. Gut, aber zu dem Thema möchte ich jetzt weiter nichts sagen. Das andere ist also hier folgendes, Süddeutsche Zeitung heute, Mittwoch 11. mit dem Titel Karlsruhe lehnt raschen Euro-Entscheid ab, da geht es um ESM. Schäuble drängt, steht hier. Schäuble wird Eurogruppenchef, steht hier auch, das stimmt aber wohl gar nicht, denn es ist ja wiederum der Juncker geworden. Und Frau Merkel in Indonesien will gebrauchte Euro-Leopard-Panzer aus Deutschland verkaufen, das wissen wir nicht genau, also Karlsruhe lehnt Euro-Entscheid ab. Die Neue Zürcher Zeitung hat nun den gestern bereits in der Presseschau vorgestellten beim Deutschlandfunk Kommentar, den ich vergeblich gesucht habe, hier in der Neuen Zürcher Zeitung von heute. Da heißt es auch, Euroland blickt nach Karlsruhe, das Verfassungsgericht vor weitreichendem Entscheid. Das deutsche Verfassungsgericht behandelt über die Zulässigkeit des permanenten Rettungsfonds ESM. Finanzminister Schäuble warnt vor weitreichenden Folgen des Richterspruchs. Und ich komme gleich dazu in meinem Kommentar. Auch hier Hamburger Abendblatt von heute, Mittwoch, 11. Juli, ist die Rettung des Euro wichtiger als das Grundgesetz? Das ist hier wirklich die zugespitzte Frage, ist die Rettung des Euro wichtiger als das Grundgesetz? Denn es geht gar nicht um die Rettung des Euros, es geht hier nur um das Geschäft der Banken, um eine Verarschung geht es, um eine Verächtlichmachung der Demokratie und der demokratischen Bürger, denn der Euro wird überhaupt nicht gerettet. Sie retten ja bereits mit ganz viel Schuldenwachstum seit 5 Jahren, retten Sie, ja? So, hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, mein zerlesenes Exemplar, das habe ich im Park gelesen, in der Sonne. Schäuble warnt vor Verwerfungen bei Scheitern des ESM-Kläger. Dem Bundestag entgleitet die Haushaltsautonomie, Verhandlung in Karlsruhe. So, und nun möchte ich also kurz sagen, die Rettungslogik, unter der es geht, und das Ermächtigungsgesetz. Es sind zwei Hauptsachen zu bedenken überhaupt. Es geht bei dem Ewigkeitsparagrafen im Grundgesetz, dass man das Grundgesetz essentiell, nämlich demokratische Wahlen, die Bindung an das Plebiszit der Wähler, der Wahlberechtigten, wählen Parlamente, repräsentative Demokratie, das ist nicht änderbar, auch nicht durch 2/3 Mehrheit im Bundestag oder auch nicht durch Volksabstimmung. Dieser Demokratiezwang soll ewig gelten im Grundgesetz. So. Nun gibt es in der Europäischen Union bei dem ESM-Vertrag ebenfalls ein Ewigkeitspassus, nämlich dass die Haftung ESM für alle insgesamt als Vollhafter nicht mehr abgewählt werden kann. Und das sind zwei Sachen, die sich überhaupt nicht miteinander vereinbaren. Insofern hat das deutsche Parlament oder Herr Schäuble oder die 2/3 Mehrheit nicht das verfassungsgemäße Recht als Legislative, also als gesetzgebende Kraft, das Parlament, das gewählt wird, hat nicht das Recht, diese Essentials unseres Grundgesetzes abzuschaffen. Und nun kann man natürlich sagen, ja, beim Grundgesetz steht ja auch Europa. Also Deutschland soll mit dem Grundgesetz nach Europa. Ja, das ist richtig, nur das schränkt sich hier in dem Sinne, dass zunächst Europa wiederum die demokratische Anbindung an die europäischen Wähler haben müsste und das ist Europa nicht. Europa hat keine föderale
oder zentralistische, etatistische Verfassung, sondern Europa hat überhaupt keine Verfassung. Und der ESM-Vertrag ist sozusagen nicht durch die deutschen Wähler zu beeinflussen. Insofern ist auch das Veto von Herrn Schäuble völlig uninteressant. Und nun kommt aber Folgendes dazu, was man doch sagen muss. Hier habe ich im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Zitat des deutschen Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann, und der sagt: Enorme Verwerfungen könne es aber auch bei unkonditionierten Transfers geben. Eine rasche Ratifizierung wäre dementsprechend keine Gewähr, dass sich die Krise nicht weiter zuspitzt. Sie können sich Zeit für weitere Anpassungsprozesse kaufen, sie aber nicht ersetzen. Es geht um die Anpassungsprozesse. Und insofern ist das, was hier das Hamburger Abendblatt schreibt, Rettung des Euro oder Grundgesetz, ist falsch, weil auch wenn der ESM jetzt durchgewunken wird vom Bundesverfassungsgericht, ist das nicht die Rettung des Euros. Und insofern müssen wir wissen, wenn Herr Voskuhle jetzt hier, der Chef des Bundesverfassungsgerichtes, der hier abgebildet ist, dann eben seine Anmerkungen macht, dann geht es darum, dass nicht das Bundesverfassungsgericht politische Entscheidungen trifft. Das behauptet hier Schäuble die ganze Zeit. Es ginge um politische Entscheidungen, es ginge um politische Probleme. Ja, beim Bundesverfassungsgericht geht es alleine um die verfassungsgemäße juristische Würdigung. Das Bundesverfassungsgericht hat kein politisches Mandat, ein unabhängiges juristisches, nur darum geht es. Und alles, was Herr Schäuble hier sagt, ist sozusagen gegen die Verfassung. Er bricht seinen Eid einfach schon in seinen Forderungen, wo er sagt, Zweifel an der verfassungsrechtlichen Möglichkeit oder der Bereitschaft der Bundesrepublik Deutschland, Gefahren für die Stabilität der Eurozone abzuwenden, könnten dazu führen, dass die derzeitigen Krisensymptome deutlich verstärkt würden. Ja, das sind politische Folgen. Hier geht es nur um die juristische Zulässigkeit oder Unzulässigkeit. Und zunächst in der einstweiligen, kurzfristigen Entscheidung darum, dass der Bundespräsident Gauck das nicht unterschreiben darf, bevor nicht das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit gestärkt hat. Und ich möchte jetzt alle Leute, die hier über Hans-Werner Sinn und andere Ökonomen reden, sich immer wieder klarzumachen, hier geht es um die juristische Frage des ESM und nicht um irgendwelche ökonomischen oder finanzpolitischen Erwägungen, die sind im Spielraum der Demokratie in Deutschland zu behandeln und zu entscheiden, aber nicht über das Bundesverfassungsrecht. So, hier, Dr. Dietmar Möfs hat gesprochen und Quebrada de San Lorenzo, la sombra de las los Nogales.